Zu einem neuen Part von Fall Guys. Die Season 4 ist draußen. Sieht man hier unten. Hier oben steht noch Season 3, aber es ist Season 4. Und ich bin nicht alleine dabei. Sehr gut, dieser Trio. Man muss am Anfang erstmal anmerken, Sergio spielt auf PlayStation, das heißt, der wird nicht in der Lobby dabei sein, wo ich spiele, am PC. Nur damit ihr Bescheid wisst. Und ja, es wird immer Zeit, dass es Crossplay gibt, ne? Also, vielleicht im Sommer. Ja, wäre gut möglich. Ich denke, wenn es dann auch noch mit Ding geht, mit Switch und Xbox One, das wird aber wahrscheinlich erst im September sein, oder August, also ein Jahr halt nach dem Release wird es kommen. Wird dann wahrscheinlich dann soweit sein, dass man dann crossplayen kann. Neuen Ladebalken hier. Ich mache auch gleich Vollbild. Ich muss nur kurz schauen, ob ich irgendwie, was mich erwartet hier erstmal. Jetzt geht's ja bis Level 50, ne? Die Show von 4041. Fall Guys 4041 ist dauernd beschert uns jede Menge Fortschritte. Bei cooler futuristischer Technik. Mach deine Hoverbots bereit und halte die Batterien geladen für diese ganz auf Saison 4 zustehende Show. Okay, da gibt es ein Kostümpaket, das kann man mit Echtgeld kaufen wahrscheinlich. Die Cyberbikerin, Zukunftsraver und LOL. Rempel-Kumpelheld. Das sehe ich jetzt erst. Bist du auf dem Battle Pass drauf? Noch nicht, bin ich gleich. Oder hier noch. Hier gibt es auch noch welche. Die Webprojekt voll angesagt und Punkrock-Prinzessin. Und was gibt's hier noch? Ganz viele neue Sachen. Okay, warte, ich geh jetzt auch mal Battle Pass. Einen Moment. Jetzt. Bin da. Sag mir dann immer, welche Stufe du bist. Oh, warte, ich geh mit dir. Okay, pelziges Alien. Das ist ja schon mal nice. Aha. Kroni. Verbindung. Pelziges Alien-Unterteil. Sonneneruption. Ruhm. Hi. Hey, jetzt nicht mehr Kudos. Also Kudos, ja, die hab ich auch. Aber warum heißt denn jetzt Ruhm? Ruhm, stimmt. Keine Ahnung. Highbot, 1 Kronen, Systemfehler, geil. Highbot. Ah, finde ich gut. Tech-Rüstung, Disco-Kugel. Hä? Achso, die Schuhe! Ich sehe ich nicht, weil das andere voll sich oben. Ja. Sinnvoll. 2 Kronen. Neoklassisch. Oh, das ist so cool, das ist geil. Nochmal rum. Laserbohne, 2 Kronen, vertratet. Also die Farben gefallen mir gut. Among Us, Spiegelei, ja genau, die Among Us Sachen sind jetzt drin. Das Oberteil, das ist gleich zu killer. Was? Psot? 3. Geil, mit Spiegelei. Ja. Das sieht so geil aus. Das ist wirklich geil. Truppzielvollender. Kronen. Friendly Golden. Ah, nee, das ist das hier. Beep-Namensschild. Okay. Inkognito. Was ist das Oberteil? Ah, das andere hier. Chromwellen. Mocap. Inkognito. Das sieht geil auch aus. 836. Vaporwave. UFG. Roborandale. Sieht ja das an. Nochmal UFG. Jo, Alter, Glitch ist ja mal ein geiler Jubel. Alter, was zum Teufel ist das denn? Wow! Alter, einfach ein richtiger Bug. Junge, den will ich instant ausrüsten. Da werden alle über die Map buggen, noch mehr. Faltron Destiny. 1,21 Gigaborn. Plastikrom. Und am Ende der hier noch. Faltron Destiny. Mit seiner Krone oben. Ja, nicht schlecht, ne? Doomskin einfach reloaded. Und jetzt haben wir neue Herausforderungen. Das ist halt auch ziemlich spannend. Das finde ich geil. Okay, dann muss ich aber erstmal hier noch das kurz groß machen, damit ihr alles gut seht. Das finde ich sehr gut gelungen. Sieht echt cool aus, ne? Dann hat man auch. Vor allem gibt es jetzt so eine neue Währung, ne? Weitere Währung? Ah, hier, ich sehe es. Was ist das? Da habe ich gesehen, irgendwie ab 30 von den Dingern oder so, kriegst du dafür dann eine Krone. Ah. Ne, ab 60. 60 diese Dinger brauchst du und dann kriegst du eine Krone. Ah, es gibt auch drei Modi, schau mal. Ja. Das ist cool, ich mach mal alle an, du auch?
Ja, manchmal, ne? Okay. Ja, oder wir machen erstmal nur Fall Guys, also das ganz rechts, dann sehen wir die neuesten Dinger. Das können wir auch machen. Ich will nur kurz meine Ananas noch kurz wieder anmachen, weil ich kann euch doch die Ananas sehr gerne. Ich hatte nämlich den Pinguin. Ich mit dem Pinguin spielen wollte. So, wo haben wir denn hier was? Jetzt finde ich es nicht weiter hier. Gesicht, das passt. Oben. Ananas. Unten. Wieso habe ich jetzt nicht ausgewählt? Ananas, unten auch Ananas. Wie ist ganz oben, ne? Obwohl ich hatte unten kein nichts. Aber ich hatte den. Ah, ich hatte doch den Wolf, Lerner. Klar. Den haben wir. Was ist das denn hier für einer? Nee, das ist er nicht. Wie hieß denn der Wolf? Hier, böser Wolf heißt er. Okay. Okay. Wieso hab ich jetzt der? Ich wollte nicht der sein. Oh. Gut. Also jetzt den ganz rechten Modus, meinst du? Ja. Den FG. Okay, machen wir den 40 an 40. So. Oh nein, ich will keinen Code eingeben. Escape und Start. Okay, dann schauen wir mal, was uns so neu erwartet. Suchst du auch schon? Ja, ich suche. Perfekt. Ich bin sehr gespannt. Erste Reaction. Ich habe noch gar nichts gesehen. Also ich habe einen Trailer gesehen, aber ja. Wolkenrennen. Uiuiui, was hast du? Ich habe noch nichts. Achso. Okay. Ich bin gespannt, wie das ausschauen wird. Also. Ich könnte eventuell den Ton vom Spiel nochmal lauter machen nach der Runde. Aber, wow, das sieht ein bisschen übertrieben aus. Juck. Richtiges Flipper-Universum hier, der Wahnsinn. Oder sogar schon eine Rakete hinter mir. Dann schauen wir mal, was hier abgeht, ne? Yo, einfach tauchen. Oh Gott, was passiert hier? Hier fällt man runter? Hä, was muss man machen? Hä? Muss immer auf die einzelnen springen, wahrscheinlich. Ja, ich habe auch Wolken drin. Bleib drauf stehen, bitte. Dann nächstes. Oh, da sind solche Planeten, die einen runterhauen. Shit. Das sieht ja komplett abgespaced. Ach du Yo. Okay, Scheiße. hier ist noch mal eins. Was haben wir hier? Oh, ein Flipperteil, der mich runterhaut. Ah, nice. Der geht hin und her anscheinend. Ich liebe Flipper. Was machen diese Punkte? Was machen diese Punkte? Oh nein, das ist ein Laser! Okay. Der Laser, der tut einem weh. Hä? Oh mein Gott. Junge, ist das. Oh Okay, ich mein. bin hier durch. Was macht dieses Ding? Das wechselt sich ab, oder was? Oh Hey! Gott, okay, man muss hin und her springen. Ich bin gegen Saturn geflogen. Oh mein Gott. Das ist cool hier. Junge, ich bin. Hier bin ich auch Alter. durch. Dann bin ich. Was ist das hier für ein Labyrinth hier? Kann man ja draufdrücken und es ändert sich? Ja, nice. Das ist cool mit Yo! den Schaltern. Okay, mach das nicht zu. Oh Gott. Hä? Mach das. Machen wir mal. Falsch. 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 Okay, das geht nicht anders. Ich muss einfach runterspringen. Oh, der muss in der Mitte durch, ne? Ah, muss man hier in der Mitte rein? Ah, muss hier in der Mitte rein. Nee! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was passiert hier? Oh nein, ich sollte hier aufstehen und hier wegspringen, was auch immer das hier gerade war. Hier ist Ach, Flipper. Mann. Flipper sieht lustig aus, ich will da drauf. Geh da drauf. Ja. Nein, ich hab's nicht geschafft. Nochmal. Ich glaube, ich bin draus, erste Runde. Ja, ich glaube, ich auch. Ja, ich bin Boah, das raus. dauert lang, die Map, ne? Ja, richtig lange. Okay, ich mache einfach Neustart. Alter, jo. Ey, wo muss ich denn lang überhaupt? Bei was? Genau. Ich bin jetzt da, wo die ganzen Elektrozäune sind. Ja, da musst du in der Mitte, ziemlich in der Mitte, musst nach unten fallen. Und dann gibt es so eine Rutsche, die weitergeht. Wie komme ich denn da hin? Musst du schauen. Das siehst du dann, dass da solche bestimmte Türen sind.
Ich bin ganz rechts nach vorne gegangen und dann zurück quasi in das Loch gesprungen. Ah, das ist wirklich weird. Aber wie cool. Dann versuchen wir mal, das jetzt zu schaffen. Weil, come on. Oh, was ist das denn? Also das Flipper habe ich nicht ganz verstanden, wie das geht. Also geh am besten außen rum. Das geht, glaube ich, einfach. Ey! Ich glaub, Mann! Ey, diese Wichse! Ja, ich bin raus. Ja, ich suche auch schon eine neue Runde. Also das ist ja komplette Überforderung. So, was kommt? Jetzt kommt immer in der ersten Runde das? Nein, jetzt kommt Roll weg. Oh Gott. Ja, das ist ja cool. Neuer Modus, der aber nicht so abgespaced ist. Eine Mischung aus Hindernisrennen und... Oder Tundralauf und... Und wie heißt das andere? Tundralauf und... Rollfeld? Ja, würde ich sagen. Ist ganz cool. Also da muss man jetzt quasi von A nach B laufen. Okay, hier gibt's Checkpoints, das ist nice. Aber das könnte vor allem in der ersten Runde sehr anstrengend werden, denke ich. Aber mit den Checkpoints sollte das gar kein Ding sein, ne? Oh Leute, nicht runterhauen hier. Uiuiui. Ah, shit. Da war ich doch ein bisschen zu begierig. Komm ich da nochmal rüber? Ja, bin ich. Oder auch nicht. Okay, ein bisschen langsamer angehen. Vor allem, weil so viele unterwegs sind. Wann kommt dein Video? Das Video hier wird wahrscheinlich Dienstag kommen. Ah, sonst hätte ich wohl Dienstag. Ja, falls ihr das noch früh genug seht, ihr könnt auf Twitch vorbeischauen bei Soccer Freak. Da gibt's den ersten, da gibt's die Fall Guys Champions League. Genau. Und auch bei Setrio um, wann haben wir gesagt? Um 17:30, ne? Ungefähr. Wir müssen ein bisschen später machen. Ja, passt. Ja, schauen wir da einfach mal. Auf jeden Fall am Abend auf Twitch. Und genau. Das Video kommt auf jeden Fall davor, denke ich. Ja. Hoffentlich. Ich habe es geschafft, dieses Rollteil. Wie heißt es nochmal? Roll weg. Rollweg. Nicht Roll weg, aber ich sag Roll weg jetzt immer. Das ist special. Roll weg. Und ja, eigentlich ganz nett. Also das finde ich bisher den besten Modus, weil der andere war ein bisschen zu overload für mich, aber ich denke, da wird man sich auch dran gewöhnen. Ich meine, am Anfang hat man sich Alter, ja auch... Diese Sterne! Seit wann kommen denn da Sterne? Bist jetzt auch beim Ding, bei immer noch beim bei dem... Von vorhin, bei dem ja. Neuen Weg, okay. Ich bin jetzt in der zweiten Runde. Schauen wir mal, was jetzt kommt. Dass die ganzen Modi auch erscheinen, die gar nicht kommen können. In der im Ladebalken. Alter, ich bin jetzt das eine sieht ja cool aus. Alter, wie soll man das denn flawless schaffen? Oh, jetzt kommt auch Wolkenrennen, okay. In der zweiten Runde kommt Wolkenrennen also auch oft. Überwinde die. So. Ne, Flipper brauche ich ja gar nicht erst zu machen. Ja, der, ja ich hab aber einmal versucht, wie soll das gehen? Aber ich verstehe es wirklich nicht. Da muss ich echt da immer. Vor allem, der ist ziemlich schmal. Du musst halt immer direkt wieder auf den anderen fliegen, ohne runterzurutschen. Also, ich glaube, das wird am Anfang nicht der erste Weg sein, den man macht. Aber schauen wir mal, wie es dann in Zukunft ausschaut. Ich bin durch. Alter, so schnell. Wow, ich wurde gehittet. Ich bin runtergefallen. Ich habe einen zugeguckt, der wurde mit einem Flipper hochgeflippt. Yo, diese Planeten, ne? Die sind gefährlich. So, alles entspannt und dann sind wir hier durch. Das ist gut. Ich glaube, immer wenn man da auf dem Feld geht, dann löst es aus. Okay. Ja, okay. Ist ganz nett. Ich hätte drüber springen können. Habe ich jetzt nicht gemacht. Ist egal. Oh mein, du brauchst wirklich richtig Glück beim Flipper. So, sehr schön. Bitte nicht auf den Knopf drücken. Du bist doch so lost. Wieso klickst du auf den Knopf, wenn die Tür vor dir offen ist? Ich verstehe die Leute nicht. Ich glaube, das ist auch so ein richtiger Rage-Faktor. Ich hasse euch. Wieso macht ihr denn das jetzt zu? Man könnte ja theoretisch einen Fall Guys Bundesliga-Spieltag machen im 24er von mir.
Durchaus, wenn du Bock hast. Ja, kann man machen. Kann man beides in einem machen. Oh, Rollweg. Also der Weg außenrum ist ziemlich entspannt beim Flipper vorbei, ne? Oh, nice. 11. Platz von 32. Und bin, hab ziemlich oft gefällt, muss ich wirklich sagen. Alles in Ordnung. Ich denke, dass es viele gibt, die da noch Probleme haben. Hat auf jeden Fall auch gut Rage-Potenzial, muss man echt sagen. Wirklich schwierig finde ich jetzt bisher war nichts bisher. Flipper wahrscheinlich. Der, bis man den richtig kann, ist auch viel Glück dabei. Ich schau mal den Mr. Beast jetzt, was der macht. Bei den Schneemaps, da waren da auch richtig scheiße. Und dann stimmt, war stimmt. Am Ende gut. Ich meine, ganz als ich das erste Mal Schleimklasse gespielt habe, dachte ich mir auch nie, dass ich es irgendwo mal schaffe. Und dann war es ja der erste Modus, wo ich als erstes ans Ziel kam. Mit Emote davor. Also, ja. Wie sich alles ändern kann, ne? So, 32, jetzt bin ich schon in der dritten Runde. Was kommt nun? Schaltkreislauf. Oje, was ist das? Überwinde die Hindernisse und renne 2 Runden auf der Strecke? Lol, 2 Runden? Jo, Alter, ist... Rollweg war nice, finde ich. Ja, Rollweg ist cool. Ich verstehe diesen Modus hier gerade nicht. 2 Runden laufen. Das ist ja irgendwie cool. Ah, hier ist das Ziel. Baby, du glitzerst wie ein Diamant. Wie nice ist das gerade? Ich habe gerade eine Bit von Delphi bekommen. Er hat gemeint, ich habe den Stream leider verpasst. Grüße an dich, geht raus. Ja, als ob. Wie cool. Ich auch noch nie, dass ich ein Bit bekommen habe, wo ich nicht live war. Einfach. Aber Grüße gehen raus. Offline Geld schaffen. Ganz liebe Grüße zurück. So. Ah, jetzt habe ich auch Schaltkreislauf. Ziemlich funny, ne? Oh Gott, ist. Oh, da hätte ich sogar drüber springen können. Oh, das war so gut. Sogar gut. Okay, jetzt kommt die zweite Runde. Oder ist schon zweite Runde? Ja. Kann man außen rumlaufen. Durchlaufen, okay. Spannend zu wissen. Komm ich hier durch, ja. Okay, ich bin, glaube ich, unter den Top 10 auf jeden Fall. Also sollte ich mir nicht zu große Sorgen machen. Aber auch nicht zu entspannt angehen lassen. Fände ich durch nicht, dass es einfach 2 Runden gibt. Das finde ich auch cool, irgendwie. Vor allem, das wäre halt... Also, das ist halt eine Runde schon gar nicht so kurz, ne? Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss hier durch. Bitte nicht auf den Knopf drücken. Leute, ihr seid doch blöd. Aber ich habe es geschafft, sehr schön. Das ist gefährlich, wenn man dann nämlich nach den Wänden zu mittig ist, dann fliegt man auf den wieder über die Wand drüber. So, ich bin 12. Ist das jetzt perfekt? 0. Ah, ich kann jetzt hier nicht so springen oder was? In diesem blauen Ding ist wie Wasser, da kannst du quasi so hochtauchen. Und diese pinken kann ich überhaupt nicht springen. Die pinken? Ich weiß gerade gar nicht, wo sind die pinken? Die ersten. Ich weiß gar nicht, was. Ich glaube, da kann man gar nicht springen. Aber du kannst trotzdem hechten. Das habe ich. Das geht, glaube ich. Wenn mich jetzt nichts täuscht. Aber juck diese Cheer. Jo, einfach offline. Bitte. Ganz große Ehre. So. War das auch 2 Minuten gedauert? Also, voll länger her, ziemlich stark. Ey. Ist nicht sofort zu Ende. Ey! Hoverboard-Helden. Muss auf dem Hoverboard bleiben. Okay, cool. Das heißt, ich bin jetzt auf dem Teil drauf und darf ich runterfliegen. Oh, einer ist schon mit Ziel. Ist es mit runterfliegen oder ist es mit ins Ziel kommen? Qualifiziert 20. Oh shit. Das heißt, wir müssen jetzt einfach überleben. Okay, Anfangslag war das gerade. Jo, irgendwie ist das gerade spannend, aber irgendwie auch cool. Aua. Ah, okay, ich hab, das war gerade blöd von mir, aber es hat gereicht. Oh Gott, das macht mich richtig fertig, dieser Modus, ne? Junge, der macht mich echt fertig, der Modus. Da fliegen überall so Sachen rum. Controller. Und Sterne und, was ist das andere? Muttern, ja. Und dann müssen wir selber laufen jetzt noch, ne?
Ja, das müssen wir noch selber laufen anscheinend. Der Besucher Erster. Ich hab irgendwie Angst, weil ich nicht weiß, was ich hier tun soll. Was muss ich hier machen? Einfach reinspringen, ne? Nein, muss ich nicht. Ich bin ausgeschieden. Was muss ich hier machen? Aber jetzt bin ich hier rausgegangen, aber jetzt... Ach, das Hoverboard kommt wieder! Okay, warte, ich schau mir das noch an, wie es weitergehen würde. Man muss da hochspringen. Da hochspringen. Und da hochspringen. Und da ist das Ziel, oder wie? Ne, da hinten ist das Ziel. Also das Hoverboard ist gar nicht so kurz. Ist ziemlich lange. Na gut, ich wusste, ich dachte, das in dem Blauen kann man irgendwie nach oben tauchen. Das war ein bisschen Fehler, ein Fail von mir gerade. Aber lol. Okay, das Hoverboard bleibt da stehen. Und dann wird er das ins Ziel geballert, oder? Ja, ist cool. Ist ja wirklich cool, muss man sagen. Also das Hoverboard, ich hab's nicht geschafft, weil ich dachte, das geht anders, aber gut. War trotzdem spaßig. Okay. Qualifiziere ich 10-mal. Das ist eine Daily. Okay. Finde ich gut, dass es Dailies gibt. Weil dann hat man immer einen Grund zu spielen, ne? War ja bisher nicht der Fall. Und ich bin einfach Level 5. Das ist doch auch schon mal was. So. Sehr stark. Dann wollte ich noch mal kurz die Musik ein bisschen lauter machen, weil die sehr leise ist. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Sag mal kurz was. Hallo! Ja, ein bisschen leiser kann man schon machen. Nochmal 70. Oder für den Fun-Faktor 69. So, let's go. Neue Runde. Neues Glück. Die Musik ballert schon. Nicht schlecht. Ich finde es aber cool, dass sie immer das eine Lied immer so remaken. In dem jeweiligen Thema. Das ist ziemlich cool. Junge. Oh Gott. Aber was gab es denn bisher eigentlich für Sachen? Das erste war normal, das zweite war Ritter, das dritte war Winter und jetzt ist Cyber, ne? Also halt so Cyberpunk-like. Dann wird dir das... Ich hoffe, ich könnte mir vorstellen, das nächste... Was ist denn das nächste dann? In 50 Tagen oder so stand es, aber ich denke nicht, dass in 2 Monaten gleich was Neues gibt. Die werden es wahrscheinlich nur ein bisschen rauszögern, denke ich. 2 Monaten wäre dann Juni. Vielleicht irgendwie so Sommer-Edition, das könnte ich mir vorstellen. Irgendwas so mit Badehosen-Skins mehr oder so, I don't know. DM. Überall diese Haie, ne? Ey, das Loch! Ich fass es nicht. Steh bitte auf, danke. Okay. Oh! Oh, nein. Okay, wird runtergefallen. Upsi. Hallo, Schatz, Kaspar. Rüber! Bam! Okay, nein! Bin so fest gegen die Wand geflogen und gesprungen, dass ich runtergefallen bin. Auf der anderen Seite. Come on! Come on! Oh je, yeah, das könnte kritisch werden, aber noch alles okay. Oh! Boah, gerade noch so. Okay, aber in der ersten Runde schaffen wir das auf jeden Fall. So, drauf und ins Ziel. Geselda, du hältst mich nicht fest. Okay, nice. Ich muss noch vielleicht ein bisschen noch leiser machen. Die Musik ist so laut. 80. Ich höre nichts. Es ist so dunkel. So, dann schauen wir mal, was wir jetzt kriegen. Also dieses Hoverboard würde ich auch gerne nochmal schaffen. Das mit dem Kreis werden ist eigentlich nicht so schwer. Das geht ja voll klar. Dann das Hoverboard habe ich noch nicht geschafft, aber das andere auch, das mit dem Lauf. Ich habe den weißen Namen noch nicht. Ich vergesse den Namen noch. Aber gut, es ist das erste Mal, dass wir das spielen. Das ist es auch klar, dass ich mit meinem tollen Namensgedächtnis da ein bisschen fehle. Aber gut. Aber man kann jetzt sogar schneller quitten. Echt? War ist schon im Ladescreen. Ah, stimmt. Das Beenden steht da. Das ist gut. Schaltkreislauf. Das ist cool. Hab ich auch. Bin mal gespannt,
ob wann, also wann es soweit ist, dass die Leute so gut sind, dass man Probleme hat, weiterzukommen. Oder ob es erstmal noch gut wird. Beim ersten kann man entweder drüber springen oder zwischendurch laufen. Das finde ich ganz cool. Na, ich laufe ja mal durch. Yo, what? Ey, sag mal. Ich finde, die Kamera könnte am Anfang ein bisschen schneller über die Map gleiten. Aber gut. So, let's go. Jetzt bin ich schon ziemlich weit hinten, ne? War noch alles im grünen Bereich, ja. Ach ja, im Im rosa Bereich ist alles Zeitlupe. Sehr schön, sehr schön. Okay. Der rechte wird jetzt zugemacht wahrscheinlich. Ich folge diesem Gesellen mal, der hat alles unter Kontrolle, habe ich das Gefühl. Ja, du bist der Lehrling. Aua. Was ist das für ein Anime-Gesang im Hintergrund? Ja, ich spiele unten. LOL! Ich dachte, die werden immer böse, aber anscheinend sind die nicht immer böse, doch der war sehr böse. Oh, komm, aber. Aber man kann trotzdem noch lenken, dass es nicht so schlimm ist, auf jeden Fall. Lol. Das war diesmal was positiv. Okay, manche sind böse anscheinend. Gut zu wissen. Vierter Platz von 26, ich bin zufrieden. Ist okay. Jetzt macht die Eule. Die läuft da drüber. Aber ich finde diese Ecken, wo diese anderen Teile sind, die sind eigentlich gar kein Problem, ne? Man springt einfach über die Ecke drüber. Oh, der ist so knapp vom Ende ausgeschieden. Was ist denn VIP-Kanonade? VIP-Kanonade? Es gibt neue VIPen? Nee. Oh, nee. Echt? Oh, wie cool. Ach, du. Willst du dich verarschen? Nein, VIPen sind toll. Marius. Ja, ich heiße Marius und VIPen sind toll. Ach du Scheiße. Der ist einfach nur eine Wippe. Oh, da kommt ein Fidget Spinner. Was ist das denn? Was? Fidget Spinner? Oh, Controller! What the fuck? Ach nee, das ist Hoverboard. Oder ist es. Beim Hoverboard kommen die auch alle. Ich hab das noch nicht gesehen jetzt hier. Vielleicht kannst du mir auch mal. Nee, Hoverboard-Helden wieder. Controller okay. Fliegt einfach in. Oh Gott. Okay, das das habe ich diesmal. Aber Wippen hatten noch nicht. Das muss ich jetzt auch noch kriegen heute auf jeden Fall. Na, aber, find ich lustig. Ich glaube, das brauche ich noch, dann habe ich sogar alle. Vom neuen. Außer Finale. Was gibt's noch als Finale? Natürlich. Welches meine ich? Weißt du das? Ja, weiß ich nicht. Aber dann hätte ich. Dann hätte ich sonst alle. Der eine fällt instant runter. Ein Profi. Ich glaube, am besten ist einfach nicht zu springen. Einfach nur rumzustehen. Ich muss die Soundeffekte leiser machen, Junge. Die Musik ist jetzt so leise, aber die Soundeffekte. Aber gut, das ist im Spiel ein bisschen schwer, jetzt in die Einstellung zuzugreifen. Okay, diesmal aber nicht failen. Wow, ein Profi ist das. Kann man jetzt schon springen? Ja. Man muss sogar schon springen. Okay. Dann hier auch drüber. Irgendwie. Ja, sehr schön. Und hier nach oben. Vorsicht, da ist ein Köftespieß. Ja. Köftespieß. Durch! Schaffen wir das? Wir sind. Oh, das war aber risky. Ich glaube, das hätten wir gar nicht machen müssen, da runter springen. Aber wir haben es geschafft, ganz gut. In jeder der Maps kommt irgendwie so eine Anime-Musik. Oh, Sprung. Und ins Ziel.
Ja, an die Latte, aber hat geklappt. Ich bin durch. Das ist ein cooles Logo, das Hoverboard-Spiel. Finde ich cool bisher. Und es könnte Finale sein. Ja, 7 Stück nur noch. Jo, wie viele sind ausgeschieden gerade? Ja. Es waren 30 Leute da und jetzt sind noch 7. Ja, cool. Dann bin ich mal gespannt, wie das neue Finale ausschaut. Voll cool. Jo, voll nice. Es kommt jetzt. Voll nice. Rollbahn, okay. Kein neues Finale. Frech. Die Krone in der Aufnahme. Naja, na klar. Ich bin doch der allerbeste Vollgeist-Mensch. Falls in der Vollgeist-Bundesliga gar keine Krone holen, aber jetzt, oder was? Ja, normal. Bin ich nicht so lampfieberig. Glaubst du, die Season läuft richtig schnell? Ich denke, ich könnte eine schaffen. Das ist mein Ziel ist, eine zu schaffen. Das war so risky. Ne? Wieso tue ich das? Alter, es war so risky. Ich habe fast gestorben, einfach nur, weil ich risky sein wollte. Wieso tue ich das? Oh mein Gott! Ah, ich habe den Flipper geschafft. Es ist so Erster. Echt? Boah, geil. Ja. Wie ging's? Momus, du warst. Ich bin auf dem ersten Flipper gewesen, komplett drauf. Wurde dann hochgeboostet, war dann auf dem letzten Flipper und wurde dann nochmal hochgeboostet. Ja, okay, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen lucky, ne? Aber ist cool. Da, dass, wenn man zum Beispiel so weit hinten ist, dass man da nochmal ein bisschen was aufholen kann, eventuell durch Glück. Ist gar nicht schlecht. Ist doch ganz frisch. Frisch. Junge, schaltet aber keiner aus. Ich bin zwischen lauter Aliens und ich bin einfach eine Ananas. Was soll man denn hier denn tun? Jo, als ob die alle nicht ausscheiden. So ein Schock. Joker, Bra. Joker, Bra. So, rüber. Es ist immer noch keiner ausgeschieden. Und du weißt ja, wann ich gesagt habe, dass die Runde beginnt. Jetzt bin ich ausgeschieden. Bra. Bin in die Wand geflogen. Damit. Ja, gut. Irgendjemand muss den Anfang machen. Cool. Dann schauen wir mal. Aber war eh nicht das Finale, das ich wollte. Gar nicht, was es jetzt für ein Finale gibt. So, Rang 6 bin ich. Das ist gut. Dann auf ein Eis! Warte, wir schauen mal nochmal kurz, was ich jetzt hier echt alles gegettet habe. Gewinne ein Hauptprogramm. Okay. Ich erreiche in einer Gruppe 3. Was 3? Ja, 3. Ja, was soll ich erreichen? Boah, bist du wie mein Mathelehrer oder was? Nee, ist es Top 3 oder was? Ja, was soll denn 3 sein? 3 Äpfel. Ah, danke für die Info. Wahrscheinlich Top 3, ja. Machen wir so und... So, passt. Dann machen wir auf ein neues. Ich würde gerne... Ey, hör auf, das Ding. Ich würde das Wippen gerne noch machen, ne? Doch hat sich auch viel Spaß gemacht, die Wippen. Ja, das war wirklich lustig. Besser als die alten Wippen? Ja. Echt? Weil du findest eh alles besser. Oh, jetzt habe ich Rollweg. Rollweg ist auch geil. Rollweg ist echt entspannt. Hey! Hey! Dann kommt mal ein so Game-Merch. Okay. Ein Game-Merch? Weiß ich nicht. Boah, das würde ich mir direkt gönnen. Ist immer noch ein guter Schriftstil bei dem. Alter. Du musst einen richtigen geil in den Schriftzug. Ja. Weil wäre blöd, wenn er nicht ganz geil wäre. Mal schauen. Okay, Wolkenrunner. Runner. Oh Gott. Weißt du, was ich momentan für eine Serie gucke? Weiß ich nicht. Hau raus. Pokémon gucke ich mal wieder von vorne. Weißt du, was bitter ist? Vollgas hat nur 22.000 Spieler momentan, obwohl sie bei der letzten Season 30.000 Spieler hatten. Ich hoffe, dass sich das Bild stabilisiert. Aber ich denke, am ersten Tag kriegen die meistens ja auch nicht mal mit, dass sie rauskommt. Wollen wir den Flipper mal probieren? Na gut, ich habe es erstmal versucht und hat nicht so ganz hingehauen. Aber wir probieren es, schauen wir mal, je nachdem, ob wir es eilig haben oder nicht, je nachdem.
ich habe jetzt hier. So, ich hatte gerade. Oh lol, Löwen. Brain-Deck. Was liegt denn hier drunter? Also jetzt geht's. Ich hatte nämlich gerade einen Stift unter meiner Tastatur, dachte mir, hä, irgendwie ist, fühlt sich das seltsam an. Irgendwie. Bis wann kannst du noch? Hm? Bis wann kannst du noch? Nee, noch nicht. Ich habe jetzt erstmal nicht. Ich muss nicht so bald jetzt aufhören eigentlich. Dann nicht drücken. Okay, nice. So, okay, hier ist immer zu anscheinend. Ah, nee, hier ist gar nicht zu. Ah, das dreht sich. Okay, cool. Autschi. Nochmal Autschi. Passiert hier, passiert hier. Ich bin ja durch. Okay, sieht gut aus. Nice. Ich hab den Flipper nicht. Boy. Ich hätte ihn fast geschafft, aber hab ich nochmal runtergepustet. Okay, nochmal auf ein neues. Nein! Okay, der Sonic hat mich hier umgehauen. Ich glaube, ich gehe den anderen Weg jetzt lieber mal. Also, ich, wenn ich das weiter schaffe. Lol. Lul. Ist auch. Oh. Ich bin Matthias! Dagegen. Wieso spielt Matthias dagegen? Aber! So, okay, alles gut. Oh. Können wir noch mal den Leuten zuschauen hier? Okay, Rudi versucht noch ganz eifrig. Eifrig? So. Ey, oh, Memo! Ja, aber von, mit zwei schaffst du es nicht. Du musst echt ganz am obersten Flipperteil stehen, weil wenn du bei mittleren bist, dann schaffst du es leider nicht ganz. Du kannst dich auch nicht festhalten, ey. Das habe ich gerade versucht. Ey, du scheiß Hai! Piss dich! Da sind echt viele Hai unterwegs, das stimmt. Wir haben ja gesagt bei der Folge als Bundesliga, dass wir erst die drei neuen machen, oder? Oder machen wir erst die alten? Wir können auch erst die alten machen, dann haben wir genug Zeit, noch die anderen zu erspielen. Können wir auch machen. Ohne Idee. So. Roll weg. Ist gut. Ich hätte die Wippen noch nicht. Wie heißen die? Irgendwas mit Wippen. Ja, irgendwas mit Wippen. Hm. Okay. Ja. Wann kamen die? Waren die sich am Anfang oder am Ende? So gegen Ende. Mitte. Mitte, okay. Da konnte es danach eventuell kommen. Weiß ich gerade die zweite Runde hier. Wenn wir 32 weiter sind, dann sind wir echt direkt in der Mitte. Ich kann mir vorstellen, wenn es einen Rollweg dann noch irgendwie mit Früchten gäbe oder halt irgendwie so als Mutator oder irgendwas. Wie halt auch bei Rollbahnen. Und die alle heißen. Rollfeld, nicht Rollbahn, Rollbahn. Oh, jetzt habe ich Basketball. Hattest du das schon? Ne, ist das ein Teamspiel? Ja. Hm. Oh mein Gott, mein Stuhl bricht auseinander. Ein Sachse. Okay, Nummer 3. Nice. Was ist das denn? What the? Hm? Hier ist Hier ist eine Disco-Kugel. Ach, so. Junge, was ist das denn für ein Scheiß-Modus? Hä? Ist das wie Fußball nur ein schlimm? Nein, du musst. Oh mein. Ey! Was das ist wie dieses Eiergerangel mit Basketball. Lol. Mit einem nur? Nein, es gibt mehrere. Ah, okay. Aber es gibt auch nur zwei Teams. Oh, jo! Er macht Kopfball mit Basketball. Hey! Junge, du kriegst einfach. Schwer. Okay, 32. Bin mal gespannt, ob wir noch einen neuen kriegen, was wir noch nicht hatten. Was gibt's denn noch? Also. Hier schön, oh.
Hä? Oh, schwer Schaltkreislauf, Mensch. Ist doch gut, aber es hatte ich schon so. Zeig mir was Neues. LOL. Okay. Aber man kann die erzielten Punkte. LOL, der hat einen goldenen Ball! Mach ihn! Bruder! Das sind wahrscheinlich 3 oder 5 Punkte gleich, ne? Irgendwie hat einfach einen shiny Basketball. Ja, komm! Mach ihn, dann geht rein! Ja! Ne, was, ne? Der hat daneben. Der hat dich jetzt auf daneben geworfen! Oh, ich bin falsch gelaufen. Oh boy. Das ist unser? Ach, das ist unser Ding! Junge, der hat ein Eigentor gemacht, der Wichser! Im Gold! Also, ich weiß es nicht. Er hat mit dem goldenen Eigentor gemacht, ne? Das ist natürlich sehr ahnbar. Sah es absichtlich aus, oder? Ja, irgendwie, ich dachte auch, das wäre halt das gegnerische Ding. So. Das ist voll kompliziert. Oh, der ist fies. Schnell noch durch! Ah! Nein, das hat nicht geklappt. Durch. So wie Mario Kart, nur halt in Vollgas. Nein, nein, ab! Sehr gut. Irgendwann, wie schnell levelt man denn? Wahrscheinlich hab's eingestellt, dass es mehr Levels gibt, aber wird man auch viel schneller levelt, ne? Die Knöpfe ändern die Richtung, kann das sein? Ah, ich glaube, jetzt spiel ich morgen. Ich glaube, morgen spiel ich erst wieder weiter. Ja. Ich denke, ich mache die Runde jetzt auch noch fertig und dann passt es auch für die Aufnahme. Ist ja dann ein guter erster Eindruck. Für die weiteren ersten Eindruck schaut im Stream vorbei heute Abend. Los! Links sind in der Beschreibung. 20 Leute noch. Gibt's noch was Neues? Ist es ein Dreier-Team-Spiel, das mit dem Basketball, oder ein Zweier? Zwei. Zweier, okay. Dann könnte das ja durchaus kommen jetzt. Schauen wir mal. Nee, Hoverboard nochmal. Okay. Hattest du das schon? Nee. Okay, da ist noch so ein Hoverboard rumsliden. So, so durchfahren. Ganz nett. So. Okay, let's go. Oh Gott, ich muss da rüber, ich muss da rüber, oh mein Gott, das ist ja... Ich dachte, man kommt einfach instant durch, aber nö. Eieiei. Was kommt da alles? Oh Gott. Ich dachte, dass ich irgendwo getroffen werde, ne? Aber es scheint zu gehen. Er hält sich fest, ne? Okay, es geht weiter. Let's go. Ich warte, bis er runterkommt. Jetzt. Sehr schön. No! No! Jo, man wird ja komplett zurückgeböllert. Da war leider kein Boot mehr. Schade, schade. Aber gut, ich würde sagen, den Rest sehen wir dann das nächste Mal an. Auf eine Runde machen wir noch, ne? Weil dann kriegen wir das erste. Wir müssen jetzt Level 7, das ist auch schön. Nee, aber ich glaube, wir machen noch eins. Dann haben wir das erste freigeschaltet. Wie viel Kudos kriegen wir da? Wie viel Ruhm? 53. Ich würde sagen, das machen wir mal, dann sehen wir auch, wie das ausschaut. Wenn wir das geschafft haben. Machen wir letzte Runde für heute.
Und beziehungsweise für dieses Video hier. So, schauen wir mal, wie das auch schon wird. Last Round. Gerne noch wippen und das Basketballspiel. Komm, letzten drei kommen auch noch. So, let's go. Als erstes wahrscheinlich wird es rennen. Oder der Rolldeck, genau. Aber theoretisch kann man auch einmal durchfliegen und auf der anderen Seite laufen. Ja, das wird bestimmt auch jemand mal machen. Man kommt dann nicht mehr ins Ziel, glaube ich, oder? Müssen wir ausprobieren. Aber an sich nicht so schwer. So. Letzte Runde für heute. Let's go. Ich bin erster, haha! Ich frage mich nur, wie lange. Okay, schon nicht mehr. So. Einfach nicht stehen bleiben, das ist eine gute Taktik. Das war zu weit. Nee, war es nicht. Sehr gut. Dann bin ich erster. Okay, ich werde aber nicht erster, glaube ich. Oder? Nee, muss ich Risiko machen, um erster zu werden, aber der andere war schneller, die Patrone. Schade, schade. Aber qualifiziert sind wir sowieso. So. Lol, der geht da. Der ist unten einfach, der Hotdog. Jo, RIP. Wie sieht's bei dem aus? Drei schaffen wir es auf jeden Fall noch. Und Cuphead, der letzte. Jo. Der Tassilo. Sehr gut. Oder sogar schon einer mit Among Us Skin. Oh Gott. Der hat gesuchtet. Der hat gesuchtet. Seit 11 Uhr ist es draußen, also seit ja, gut 10 Stunden ungefähr. Ja, gut, könnte man schaffen, wenn man es halt durchzockt, ne? Dann kriegt man es wahrscheinlich schon dort. So. Wolkenrennen. Kann Flipper gerne nochmal probieren. Ja, wir haben unsere Kudo-Aufgabe wenigstens schon geschafft. Die rechte Seite ist dieselbe wie die linke. Jo. Ich bin immer von so einem Planeten weggekegelt. Schon wieder! Oh! Oh lol! Nein, nicht oh lol! Ich halte sie nicht fest. So, sehr gut. Jetzt schnell hier durch. Nein! Jo, wie hat der mich denn runtergehauen? Lol, wie geht das?
Boah, ich dachte, der löst ihn noch aus. Oh je. Kann ich bitte drüber springen? Wenn ich einmal feststeckt, das ist echt zu uncool. Wir versuchen es einmal, okay? Wenn es ausscheiden, wäre auch nicht so schlimm. Nee, es sind so viele. Lass mal das. Das sind so viele. Lol, das war gerade qualifiziert 15. Upsala, was passiert hier? Nein, ich bin runtergefallen. Es war gerade qualifiziert 15, dann waren aber nur noch 14, okay. Ich hab mich geleftet. Oh, das könnte eng werden. Ich glaube, das schaffen wir gar nicht. Nee, das schaffen wir nicht. Oh nein, oder? Wenn keiner reinkommt, schaffen wir es schon noch. Ja, ja. Oh Gott, gerade so als 33. von 33. Sehr schön. Huiuiui, das war heftig knapp. Aber sehr gut. Jetzt schauen wir mal, was nun kommt. Ob jetzt schon die Wippen kommen. Oder ob die auch kommen heute in diesem Video. Oder eher nicht. Was? Ich schaue jetzt, ob die Wippen kommen. Nee, der Schaltkreislauf. Aber immer dieselben Sachen. Immer erst Roll weg, dann diesen Wolkenrennen, dann Schallkreislauf, dann Hoverboard, dann Finale. Okay. Schauen wir mal. Da kann man ja hochklettern, ne? Wenn man da umgehauen wird, dann lässt man das lieber. Oh boy. Das tue ich ja so. Das ist gut, das ist auch gut, das ist okay. Sehr schön. Genau, immer dieselbe Reihenfolge hier. Okay, der ist entspannt. Nee. Okay, hier durch. Den anderen Weg, den war ich noch nicht. Der ist sogar besser. Sehr schön. Ouchi. Okay, die Reihenfolge ist immer dieselbe, ne? Ja. Oh, komm rüber. Schnell. Okay. Dann sind wir hier auch durch. Aber der Schaltkreislauf ist echt sehr entspannt, finde ich. Und den kriege ich eigentlich immer so weit, immer. Wer weiß, wie es in Zukunft ist, aber doch, so weit passt es. Okay. Beste Foto bezahlen, sehr schön. Gut, da kommt jetzt wahrscheinlich kein Teamspiel. Aber es könnte entweder ein Dreierteamspiel geben, wenn es sowas gibt, keine Ahnung. Oder Wippen. Oder Hoverboard. Da habe ich gerade Basketball gesehen. Im Vorschaubild. Hoverboard kommt aber. Hm, okay. Dann versuchen wir das. Habe ich schon zweimal verkackt, einmal geschafft. Jetzt schaffe ich es das zweite Mal. Sehr gut. Let's go. Zwei. Und let's go. Okay.
irgendwie durchkommen hier und dann habe ich hier. Ich will nur ausweichen. Ich würde einfach in der Menge stehen. Weil dann kann man selber eigentlich eher weniger runtergehauen werden, denke ich. Ich verabschiede mich schon mal bei dir von der Folge. Ja, alles klar. Ja, gut bespielen. Ja, mitreden und auch beides. Und Leute, vergesst den Mario nicht zu abonnieren. Ja. Und Sadus Kanal ist auch in der Beschreibung verlinkt. Muss nicht. Doch, doch, sicherlich. Jo, das ist gut. Und nochmal hier hoch. Sehr schön. Dann schauen wir, wenn offen ist. Okay, hier durch sogar. Okay. Ich habe ja getimed. Jetzt kommt das. Ich glaube, das ist nicht so schwer. Hier keine Früchte. Also wenn hier noch Früchte wären, dann wäre es heavy, denke ich. Und man kann aber in der Mitte stehen. Das ist halt der Joke. Oh, wir sind schon fertig. Also ich verstehe es nicht ganz. Was ist da das Problem? Man steht einfach in der Mitte und kann nicht gedacht werden. Jo, Alter. Hier kriegt man auch immer Goldmedaille, das ist cool. Wenn man es schafft. Obwohl es eigentlich eher so ein Hindernis herein ist, ne? 5 Leute nur noch. 20% Chance zu gewinnen. Oh. Aber ihr müsst wissen, ich hatte bisher überhaupt erst 2 Wins bei. Bei 97 Stunden. Ich bin tatsächlich nicht wirklich gut. Wie ihr vielleicht auch seht, aber mir macht Spaß. Sprungprobe, Finale. Ja, cool. Schauen wir mal. Sprungprobe war einer von meinen 2 Wins. Der andere Win war von weggehext. Cool. Schauen wir mal. Bip. Bip. Piu. Ganz entspannt. Wir müssen nur schauen, dass der Boden unter uns nicht weggeht. Na klar, geht der unter uns. Ist immer der, wo ich gerade bin, geht weg. Ich weiß nicht, ob das Spiel das wie erkennt, dass hier der böse Mari spielt. Hauptsache immer der Boden unter mir geht weg, ne? Frech. Ja, schon wieder. Fast. Aber fast meine. Okay, ich gehe nicht auf den gelben, weil ich Angst habe, dass der gelbe bei mir weggeht. Ja. Nee, glaube ich. Der geht weg. Ich könnte drüber springen. Mach ich aber nicht. Bin unsicher. Wenn die andere gelbe da drüben weggeht, könnte es blöd enden. Ja, genau, deswegen. Uiuiui. Ich hätte nochmal rüberspringen können, aber das wäre mir zu risky gewesen. Welcher geht hier noch weg? Der gelbe da drüben, okay. Sind aber eh noch alle zu viert da. Zu fünft da, nicht. Aber wenigstens hält keiner, das ist sehr entspannt. Das nervt immer ziemlich, wenn jemand hält. Ich meine, für einen ist es Taktik, ich finde es eher nervig. Disco cool fängt an zu halten, fällt dafür selber fast runter. Muss ich aufpassen, dass ich nicht in die in den Griff von der komme. Das ist ja nämlich ziemlich ungut, weil dann kann man selber wenig machen. Ganz hinter. Nein! Wieso? Wieso fall ich raus und der andere nicht? Die Disco cool war doch auch da. Ah, oh, ärgerlich, ne? Ärgerlich. Aber der ist. Ja, ich hätte nochmal springen sollen am Rand und dann hätte ich nochmal drüber springen können. Ja, das ist auch ein bisschen mein Problem. Ich bin ein bisschen zu aufgeregt im Finale, aber wir haben das hier geschafft. Das heißt, wir kriegen hier erstmal hier die Kudos und dann extra noch welche. Ist hier erstmal hier welche. Ein Namensschild. Und wir sind hier schon Level 10, ne? Sehr gut. Würde ich sagen, war es das hier mit von dieser Folge. In 14 Stunden, 15 Minuten wird das hier erneuert. Wahrscheinlich alles, denke ich mal. Werden wir sehen dann im Stream. Und was ist denn das hier für eine Anzeige? Warte, ich mach mal kurz meine Camback. Rang 7, 984 von 25 Punkten. Was soll das denn heißen? Ich meine, ich bin doch hier Nummer 10. Und wieso steht hier 7? Was ist das? Das ist komisch. 56 Tage, können wir mal kurz schauen. 56 Tage, müssen wir kurz schnell Mathematik machen. Ist 8 mal 8 Wochen, okay? 8 Wochen. 8 Wochen ist von hier aus 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, der 17. Mai. Ja. Bis dahin sollte also hier diese Season gehen. Und ich dachte, das anschauen. Schaut auf jeden Fall im Stream vorbei und auch bei Zero. Alle Links in der Beschreibung. Darfst du anschauen. Tschüss, euer Zickerflieg. Ciao.